Ja, es war erstmal ein Fight, würde ich sagen. Es war auch zu erwarten. Also Dänemark ist jetzt auch keine erste Mannschaft. Sicherlich hätten wir uns schon eher ein bisschen belohnen können. Das hätte uns gut getan, unserem Spiel gut getan, weil man ja auch gemerkt hat, als wir dann später die Tore erzielt haben, dass es dann ein bisschen leichter ging und dass es dann auch für uns ein bisschen einfacher wurde, weil dann sich ein paar Räume aufgetan haben. Dann war es auch ganz skurril und komisch, aber mit kurzen Pause und dann mit den VAR-Entscheidungen, das kann man dann als Spieler auch gar nicht so richtig beeinflussen. Ich bin dann genauso wie ihr wartet auf die Entscheidung und dann passiert es irgendwann, dass der Schiedsrichter diese Entscheidung trifft und das war sehr positiv für uns, muss ich heute sagen. Einmal das mit dem Elfmeter, dann die Abseitsentscheidung bei dem Tor, was wir kassiert haben. Und zuvor das nicht gegebene Tor bei diesem Eckball, das war vielleicht ein bisschen Pech gewesen, aber ansonsten glaube ich schon, dass wir das Spiel durchweg kontrolliert haben, die bessere Mannschaft waren und auch verdient hier gewonnen haben. Hast du gesehen, wie knapp das war bei den beiden Entscheidungen? Noch nicht zu sehen, also gar nicht. Wenn er eine halbe Schuhgröße weniger hat. Ja. Du warst zweimal da in den Momenten, zur richtigen Zeit, einmal kurz vor dem 2-0 auch mit einer starken Parade. Wie wichtig ist es für dich dann in dem Moment? Ja, es ist halt schwer, wenn wenig los ist, dann auch gerade in diesen Momenten, einmal kurz vor der Halbzeit, die Situation mit Højlund und dann in der zweiten Halbzeit, als der Jo danach zu mir zurückgeköpft hat. Also das sind dann für mich wichtige und entscheidende Momente, aber ich bin immer abhängig davon, was wir als Defensive dem Gegner anbieten und was sie daraus machen. Also MVP ist ja Toni Rüdiger geworden, aber für mich der Heimliche ist der Schlotti. Also der wurde ja auch gefeiert hier von den Fans. Klar hat er jetzt auch hier zu Hause in Dortmund gespielt. Und gerade dann so reinzukommen für Jona und dann auch so ein Spiel zu machen, wirklich von der Defensive Kompliment an unsere Verteidiger, das haben wir wirklich stark gemacht heute. Defensive gewinnt Turniere. Ja, das stimmt. Ich hoffe, dass es so weitergeht, dass wir stabil stehen hinten. Wir lassen sehr wenig zu. Wir haben dann auch, wie wir gerade besprochen haben, auch in den entscheidenden Situationen auch das Quäntchen Glück auf unserer Seite gehabt. Und wir müssen weiter so hart arbeiten, auch um diese Null dann immer zu verteidigen. Ist das was besser werden muss, die Effizienz? Wie lange hattest du beim Elfmeter? Ich habe jetzt nichts, ich habe nur Elfmeter verstanden. Ja, mit welchen Gedanken hast du den Elfmeter verfolgt? Oder eigentlich mit positiven, weil ich weiß, wie stark der Kai schießt. Es ist sehr schwer mit dieser Verzögerung und mit dieser Technik und Taktik, so wie der Kai diesen Anlauf erstmal macht. Und auch mit einer Präzision, wie er dann abschließen kann, das ist wirklich sehr außergewöhnlich, so einen Elfmeter zu schießen. Und auch, dass er den Mut hat, auch nach dem ersten, den er schon gegen Schottland reingemacht hat, auch wieder hinzugehen und einfach eiskalt den zu verwandeln. Und Kasper Schmeichel hat da wirklich eine Chance gehabt. Stichwort Effizienz, müsst ihr daran arbeiten? Wie bitte? Stichwort Effizienz, müsst ihr daran arbeiten? Ja, wenn wir zu Null spielen, dann reichen zwei Tore. Thank you. Ja, ist okay. Nein,